Weißes Volk des starken Landes, der 34. Tag der Invasion Russlands und unserer erfolgreichen Verteidigung zu Ende. Ich bin überzeugt, Sie haben heute alle die Nachricht gehört. Die Russen haben angeblich beschlossen, die Kampfaktivitäten vor Kiew und Tschernigiw zu reduzieren. Naja, mit gleichem Erfolg könnte man sagen, die russische Luftwaffe hat in Tschernobyl beschlossen, wenige Flüge zu fliegen und weniger Militärgerät ins Feld zu schicken. Ich bin allen Verteidigern und Verteidigerinnen dankbar, die für die Verteidigung von Kiew sorgen. Also ihre Handlungen zwingen den Feind zum Rückzug. Aber wir dürfen nicht die Wachsamkeit verlieren. Der Maßstab der Bedrohungen bleibt nach wie vor hoch. Der Feind hat viel Militärgerät und viele entrechtete Menschen, die sie vorbehaltslos in den Teufelskessel des Krieges schicken können. Deshalb nicht entspannen und die Verteidigungsanstrengungen nicht reduzieren, egal wo im Norden oder in allen Regionen, wo die Russen eingedrungen sind. Die Verteidigung des Landes, das ist die Aufgabe Nummer eins. Alles andere ist zweirangig. Das gilt auch über die Informationen über Verhandlungsprozess. Wie Sie wissen, die laufen seit einigen Tagen. Aber das Wichtigste, die Angriffe dauern an. Mariupol bleibt umgezingelt. Raketenangriffe sind nicht eingestellt. Deshalb ukrainische Streitkräfte, ukrainische Aufklärung und ukrainische Verteidigung. Das sind die einzige Garantie für unser Überleben als Volk und Staat. Und diese Garantie greift. Wir können natürlich als positiv die Signale aus der Verhandlungsplattform uns erreichen. Aber diese positiven Signale sind nicht stärker als die Detonationen der russischen Raketen. Wir haben keinen Anlass, den Menschen zu vertrauen, die im Namen des anderen Staates unser Land angegriffen haben. Die Ukrainer sind keine Naivlinge. Wir haben in 34 Tagen die Invasion und innerhalb von letzten 8 Jahren des Krieges im Osten gelernt, nur den Tatsachen zu glauben. Natürlich sind wir auf die Verhandlungen eingestellt und wir werden diesen Prozess weiterführen in dem Maße, wie es von uns abhängt. Wir hoffen auf das Resultat. Wir brauchen Garantien für unsere Stadt und Menschen. Die russischen Truppen sollen unser Land verlassen. Unsere territorielle Integrität und Souveränität sind nicht verhandelbar. Keine Kompromisse in diesen Fragen. Das sind ganz klare Grundsätze und ganz klare Vision der eventuellen Ergebnisse. Wie dem auch sei, wir leben in einem demokratischen Staat und wir kämpfen für die Freiheit. Das heißt, alle Beschlüsse, die von Bedeutung für das ganze Volk sind, sollen nicht von einer Person gebilligt werden und nicht von einer Gruppe von Personen, sondern vom ganzen Volk der Ukraine. Und die Verhandlungen dürfen die Sanktionen nicht in Frage stellen. Die Sanktionen sollen vorgesetzt und verstärkt werden, bis wir die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Diese Sanktionen müssen jede Woche verstärkt werden und auch effektiv. Die sollen effektiv sein und nicht nur für Schlagzeilen in Medien sorgen. Damit dazu gewährt
leisten, hat eine Gruppe von internationalen ukrainischen Experten ihre Arbeit aufgenommen, die die Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft auswerten sollten. Von ukrainischen Seite koordiniert die Arbeit der Chef von meinem Büro und von der internationalen Seite Michael Markford. Zum gegenwärtigen Zeit laufen die Bergungsarbeiten in Mykolaiv, wo das Gebäude der Verwaltung, der Gebietsverwaltung angegriffen worden ist. Momentan sind 8 Tote gemeldet und etwa 30 Verletzte. Diese Daten sind leider nicht endgültig. Dieser Akt der sogenannten russischen Denazifizierung von Nikolai folgte nach dem Jahrestag der Befreiung der Stadt Mykolaiv von der Nazi-Besatzung 1944. Ja, und jetzt sehen wir, an wem die russischen Truppen Beispiel nehmen, indem sie Mykolaiv erobern versuchen. Gestern habe ich vor dem dänischen Parlament gesprochen. Ich habe der Gesellschaft dieses Landes angeboten, sich an dem Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg vorgeschlagen. Im Rahmen unserer Kampagne versuchen wir, möglichst mehr Länder und internationale Konzerne für dieses Programm zu gewinnen. Soweit ich weiß, werden unsere Angebote sehr positiv angenommen.